Der FSV Zwickau hat vergangenen Samstag bei FC Viktoria Köln 1:1 gespielt. Beim FSV gab es zwei Wechsel in der Startelf. Für die erkrankten Möker und Starke begannen Chicora und Gomez. In einem weitestgehend ausgeglichenen Spiel gingen die Kölner Mitte der zweiten Halbzeit in Führung. Der FSV blieb dran und kam in der Schlussphase durch einen sehenswerten Treffer von Marius Hauptmann zum Ausgleich. Ja, ich glaube, es war ein Eckball oder Freistoß von uns von der Seite. Wird irgendwie verlängert, abgefälscht. Ich glaube, ein Viktoria-Spieler fällt schon kurz mit der Hand ab. Und dann tropft er ganz gut auf meinen Fuß und ich denke mal einfach drauf. Und ja, war vorher sein Treffer. Ja, ich glaube, er war noch ein bisschen abgefälscht. Aber nehme ich trotzdem gerne mit, wenn er reingeht. Ein absoluter verdienter Punktgewinn hier beim Auswärtsspielen bei Viktoria. Ich glaube, es wäre sogar mehr drin gewesen, wenn wir die ein oder andere Situation vielleicht in der ersten Halbzeit besser ausspielen können. Ich glaube, wir hatten über das ganze Spiel die besseren Torchancen, mehr Ballbesitz hatte Köln. Aber ich finde, wir haben gegen den Ball und auch mit dem Ball sehr, sehr viele gute Aktionen. Ja, schon mal toll, dass wir auf jeden Fall was mitgenommen haben hier in einem 2:0 Spiel. Ich glaube, auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir mit zwei Niederlagen gestartet wären, wäre es schon sehr schwierig auf den Kopf gewesen. Deswegen gibt uns, denke ich mal, der Punkt jetzt auch mit dem späten Tor noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Und dann können wir in zwei Wochen gegen Meppen dann den ersten Heimsieg einfahren. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall soweit. Wir müssen an unsere Leistungen der ersten beiden Spiele anknüpfen. Ein, zwei Sachen sowohl offensiv und defensiv auch besser machen. Und dann werden wir auch das eine Tor mindestens mehr schießen als der Gegner. Wir waren im ersten Spiel gegen Dortmund schon auf Augenhöhe und hätten da einen Sieg verdient gehabt. Und heute haben wir nach dem Rückstand nicht aufgegeben und haben noch einen Punkt hier entführt.